Ich wollte zum Thema Wir sind dran das Leitmotto ganz kurz erläutern. Das ist nämlich, es gibt einen riesen Übergang zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Die ganze Menschheitsgeschichte war im Wesentlichen leere Welt. Wenig Menschen, viel Natur. Wunderbar. In dieser Zeit ist zum Beispiel unsere Fruchtbarkeit notwendig gewesen, also zur Neandertaler Zeit oder so, da brauchte man 8 Kinder, damit im Durchschnitt 2 überleben. Und diese Fruchtbarkeit ist für die volle Welt vollkommen wahnsinnig. Das darf nicht weiter sein. Es muss dringend korrigiert werden. Weiß aber keiner. Hat darüber je einmal geredet? In der Schule? Wahrscheinlich. Ich meine, Fruchtbarkeit ist was Wunderbares auch, aber für die leere Welt war es akzeptabel, für die volle ist es nicht. Aus der leeren Welt stammen alle unsere Instinkte, also unser innerer Aufbau, so wie wir so normal reagieren. Und davon ist die Hälfte immer noch ganz tauglich, aber die andere Hälfte ist Blödsinn. Merkt keiner. Die Unterscheidung zwischen leerer Welt und voller Welt ist von Herman Daly formuliert worden. Er war mal Chefökonom der Weltbank. Er war kein Träumer. Er hat sehr genau hingeguckt. Und dann ist er eben zu dieser Überzeugung gekommen, wir müssen diesen Unterschied in unsere Zivilisation unterbringen. Und wenn ich rede von einer enkeltauglichen Aufklärung, meine ich genau dieses. Eine Aufklärung für die volle Welt. Weil die alte Aufklärung für die leere Welt nicht mehr sonderlich tauglich ist. Die Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert war großartig. Es war eine Befreiung von einer muffigen, autoritären, sehr unangenehmen Zivilisation. Fürsten und Kirche haben alles dominiert mit der entsprechenden Menge Korruption und so. Und dann kamen die großen Rousseau und Kant und Locke, schon etwas vorher, die uns irgendwo befreit haben. Das war eine großartige Entwicklung und irgendwie für die Zivilisation unbedingt notwendig. Es war auch die Basis der industriellen Revolution, die kam ja dann im Jahrhundert danach. Ohne diese Aufklärung wäre das vollkommen undenkbar gewesen. Und da war natürlich der Rationalismus etwas vom Wertvollsten. Genau beweisen zu können, was man sagt. Das ist eine tolle kulturgeschichtliche Entwicklung gewesen. Aber es war ja nicht nur der Rationalismus. Da kam dazu der Individualismus. Was geht mich die Gemeinschaft an? Ich bin ich und so. Die ganze Egomanie, die heute riesige Blüten treibt. In den sozialen Medien, das sind ja die total asozialen Medien. Also alles immer ich, ich, ich. Das kommt auch aus der Aufklärung. Und der Utilitarismus von Jeremy Bentham, es geht alles nach der Nützlichkeit. Und der Egoismus, habe ich auch schon erwähnt, und auch der Kolonialismus. Als ich dabei war, Wir sind dran zu schreiben, wir waren ein Team von etwa 40 Leuten, und da einen sehr positiven Absatz geschrieben habe über die alte Aufklärung, bekam ich eine sehr böse E-Mail aus Südafrika. So kannst du das nicht schreiben. Also für uns Afrikaner ist die europäische Aufklärung die Legitimationsgrundlage für die Kolonisierung gewesen. Das gehört auch mit dazu. Das haben wir alles total verdrängt. Ich sage nichts gegen Kant, aber ich sage etwas dafür, dass man, wie Kant sagt, sich traut, sich seines Köpfchens zu bedienen. Und dabei dann eben auch zu diagnostizieren, dass die leere Welt von der vollen Welt unterschieden ist. Die Frage ist natürlich, wie soll denn die neue Aufklärung aussehen? Dem widmen wir sozusagen ein Drittel des ganzen Buches. Das ist der revolutionärste Teil des Buches.
Und da kann ich jetzt nur ganz wenig dazu sagen. Im Wesentlichen die Aussage, dass dieser alte Rationalismus nicht gut genug ist, dass wir überall sehr viel mehr Balance brauchen, zum Beispiel zwischen Staat und Markt. Dafür zitieren wir den alten Adam Smith, gewisserweise Erfinder der Marktwirtschaft. Für ihn war es selbstverständlich klar, völlig unhinterfragbar, dass die geografische Reichweite des Marktes identisch war mit der geografischen Reichweite des Rechts. Und dann ist der Markt völlig in Ordnung. Aber heute ist der Markt global, der Finanzmarkt vor allem, und das Recht ist weitgehend national, mit der Folge, dass der Markt, der Finanzmarkt, mit der Idee der Maximierung der Kapitalrendite, die Staaten erpresst, ihre Gesetzgebung so umzuformen, dass maximale Kapitalrendite rauskommt. Das ist der Grund, der Kern des Grundes für die gegenwärtige Krise der Demokratie. Wozu gehen wir noch zur Wahl, wenn die Finanzmärkte im Wesentlichen alles entscheiden? Das muss ganz dringend bekannt werden und korrigiert werden. Das war auch die Hauptaussage in der Enquete-Kommission Globalisierung. Damals haben wir auch historisch ein bisschen nachgedacht. Wir haben uns angeguckt, wann ist das Wort Globalisierung in die Sprachen der Welt eingetreten? Das war nach 1990. Wir Deutschen haben uns gefreut über den Fall der Mauer und die deutsche Einheit und so weiter, aber es war gleichzeitig das Ende des Kommunismus. Der Kommunismus war komischerweise segensreich für den Kapitalismus, denn der Kapitalismus musste ständig beweisen, dass er besser ist als der Kommunismus. Und da hat man zum Beispiel in Amerika unter Dwight Eisenhower, der war ganz gewiss kein Sozialist, eine Steuerprogression gehabt, dass die Spitzensteuersätze bei 90% waren. Ja? Das war eine Kampfansage an den Kommunismus, der Welt mitzuteilen, auch im Kapitalismus geht es den Armen besser und nicht nur den Reichen. Also Umverteilung. Das war alles möglich. Als der Kommunismus weg war, ist das Kapital frech geworden. Jetzt brauchten sie nichts mehr zu beweisen. Jetzt war the end of history. Jetzt konnte man auf einmal so tun, als gäbe es nur noch das Kapital. Und das ist ja heute im Wesentlichen der Fall. Und das ist für die Demokratie der Tod. Das müssen wir ganz dringend korrigieren. Wir müssen wieder eine Art von Weltbewegung machen gegen den arrogant gewordenen Finanzmarkt. Auch das kommt in den heutigen Schulen viel zu wenig vor. Für die volle Welt noch eine weitere Zahl, die wir auch in unserem Buch Wir sind dran mit einem schönen Bild gezeichnet haben, nämlich man kann ausrechnen, das Gewicht der Wirbeltiere, die auf dem Lande leben, und das sind drei verschiedene Kategorien. Das eine sind wir Menschen, wir sind auch Wirbeltiere. Und dann unsere Haustiere und vor allem die Schlachttiere und dann die Wildtiere. Und wenn man die Prozentsätze anguckt, kriegt man einen Schreck. 30% des Wirbeltiergewichts sind wir Menschen. Und 67% sind unsere Schlachttiere. Und 3% bleibt übrig für Eichhörnchen und Giraffen und alle anderen möglichen Wildtiere. Das ist unglaublich. Das nennt man dann das Anthropozän, wo die Spezies Homo sapiens brutalst alles beherrscht und den Giraffen und Eichhörnchen null Chance lässt. Das ist die heutige Situation. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Aber auch das ist in der heutigen Wirklichkeit noch nicht wirklich angekommen. Wie dringend wir eine neue Aufklärung haben, brauchen, will ich jetzt auch in einem anderen Thema, zu dem Hartmut Grassel viel mehr sagen kann, erläutern. Natürlich waren wir alle glücklich, dass die Völker der Welt in Paris 2015 zusammengekommen sind, um Selbstverpflichtungen zum Klima zu machen. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Klimadiplomaten nach Hause kommen, in ihre Regierungen und Parlamente und so weiter, und wie reagieren die? Wenn sie gutmütig sind, dann sagen sie, ja, wir müssen uns dringend mehr um das Klima kümmern. Ihr habt ja vollkommen recht, aber das wird wahnsinnig teuer. Und da brauchen wir viel mehr Wachstum.
ist die automatische Reaktion in allen Ländern der Welt. Aber gleichzeitig wissen wir empirisch, dass Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und CO2-Emissionen pro Kopf praktisch die gleiche Linie ist. Das heißt, also wir sind einigermaßen vernünftig als Diagnoseärzte, da gibt es ein Problem mit dem Klima. Und ich bin also sehr froh, dass Schülerinnen und Schüler dann eben auch auf die Straße gehen dafür. Vielen Dank, Paula. Und gleichzeitig wissen wir, dass es so nicht weitergehen kann. Es muss eine dramatische Veränderung geben. Das ist nichts weniger als die dramatische Veränderung von vor Martin Luther und nach Immanuel Kant. Das wäre eine gigantische Revolution im Denken, in der Zivilisation. So etwas Ähnliches brauchen wir jetzt. Aber wir können jetzt nicht warten, bis 7,8 Milliarden Menschen durch die Mühe in einer neuen Aufklärung gegangen sind. So lange kann der Erdball nicht warten. Wir müssen jetzt schon handeln. Das finde ich sehr wichtig. Die Hälfte des Buches besteht aus Politik für heute. Es ist dringend nötig. Zum Beispiel eine neue Kontrolle der Finanzmärkte. Die Idee, dass der Markt eo ipso besser ist als der Staat, ist eine angelsächsische Torheit. Hat sich aber die ganze Welt verbreitet, weil die Inder und die Kameruner und die Deutschen, die schicken ihre intelligenten Leute an die Harvard Business School, damit sie endlich lernen, was Sache ist. Und dort lernen sie diesen Quatsch, da werden sie also gebrainwashed. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen die Frechheit haben, die Kühnheit, auch eine Art einer neuen Ökonomie zu entwickeln. Das ist machbar. Aber man kann dann noch praktisch anderes machen. Ich habe mich ein Vierteljahrhundert beschäftigt, vor allem auch für den Club of Rome und dann hier am Wuppertal-Institut, mit dem Thema Ressourcenproduktivität. Es ist absolut erwiesen, dass wir eine Verfünffachung, eine Verzehnfachung, vielleicht langfristig eine Verzwanzigfachung der Ressourcenproduktivität hinkriegen. Also 20 mal mehr Wohlergehen, mehr Wohlstand mit einer Tonne Kupfererz oder einer Kilowattstunde oder einem Kubikmeter Wasser. Das ist also der Inhalt von den Büchern, die wir da gemacht haben. Los, das kommt nicht zustande, weil die Politik systematisch in allen Ländern der Welt dafür sorgt, dass der Naturverbrauch immer so billig wie irgend möglich wird. Ja? Das ist der Hauptgegenstand der Politik. Es werden jedes Jahr so etwas wie 1000 Milliarden Dollar in die Subventionierung des Energieverbrauchs gesteckt. Und gleichzeitig jammern wir darüber, dass es dem Klima schlecht geht. Das ist doch ein Ding. Diese idiotische Subventionierung der Zerstörung. Das muss doch ein Ende haben. Also, wir müssen dafür sorgen, dass die Preise einigermaßen die ökologische Wahrheit haben. Wenn sie uns ständig anschwindeln, dann soll man sich wundern, dass dabei die Natur kaputt geht. Auch das ist natürlich eine Forderung, die einen im politischen Rahmen nicht wahnsinnig populär macht. Aber es ist eine Notwendigkeit. Wir brauchen also auch da so eine Art von Weltbewegung für ökologisch wahrhaftige Preise. Dann reden wir nicht direkt über Weltinnenpolitik, sondern unser leider verstorbener Gerhard Knies in Hamburg hat es formuliert, dass jedes Land der Erde eigentlich ein Kooperationsministerium, er nennt es Kohabitationsministerium, gründen muss, dessen Hauptaufgabe darin besteht, dasjenige zu erfinden und auszubauen, was dem eigenen Land nützt und möglichst vielen anderen Ländern auch. Also eine Art von Außenministerium, Auswärtigem Amt mit Zielsetzungen aus der Weltinnenpolitik. Heute mit Weltstaat zu kommen, das ist nicht so wahnsinnig plausibel, da kriegt man keine Mehrheit. Aber etwas, was uns und möglichst vielen Nachbarn oder Ferneren nützt, das sollte man eigentlich machen können. Wir gehen dann auf die Agrarpolitik ein, die ist ganz ungeheuer wichtig. Im Moment ist das ja ein mörderisches Instrument. Die heutige Landwirtschaft ist eine Mordmaschine. Man sieht es an den Insekten und an den Vögeln, die auf Insekten angewiesen sind und so weiter.
Im Guardian war in diesen Tagen ein Riesenartikel über das Insektensterben. Das ist aber in Deutschland angekommen, ein bisschen. Jetzt haben sie in Bayern eine Volksabstimmung gemacht, oder eine Volksabstimmung, Mehrheit, dass sie stattfinden kann, großartig für das Naturschutzgesetz so zu korrigieren, dass dieses Insektensterben irgendwann vielleicht auch aufhört. Wir reden über die Energiepolitik selbstverständlich, das führe ich jetzt nicht weiter aus. Wir reden natürlich aber auch immer wieder über die Politik. Wir brauchen eine Sorte von Politik, die dazu führt, dass nicht jedes Mal die Enkelgeneration beschissen wird. Das ist aber heute noch absolut nicht der Fall. Ich höre jetzt auf, ich habe euch genug herausgefordert und habe vielleicht noch 2 Minuten eingespart. Vielen Dank.